Hallo und willkommen im Europaparlament in Brüssel. Vom 22. bis zum 25. Mai sind Europawahlen und seit Anfang des Jahres versuchen wir die Stimmung in den Mitgliedsländern zu verstehen. Heute ist Deutschland dran, ein Land, das für manche EU-Regierung ein positives Beispiel ist, die sogenannte Lokomotive. Für andere eher ein Dorn im Auge nach dem Motto, die Deutschen profitieren von der Krise und haben vergessen, was Solidarität heißt. Wie sehen es eigentlich die Deutschen selbst? Was erwarten sie von diesen Wahlen? Bei mir zu Gast im Studio sind Werner Lang zu meiner Rechten. Entschuldigung dafür, aber auf jeden Fall, Sie sind Mitglied... Von vorne zur Linken. Von vorne zur Linken, okay. Sie sind Mitglied der Europäischen Volkspartei hier im Europaparlament und bei mir auch zu Gast ist Reinhard Bütikofer von den Grünen. Wir sind hier alle zusammen auf einer Plattform, auf einer Hangout-Plattform und mit uns dabei möchte ich gleich mal vorstellen, Jörg Wellbrock, Autor, freier Autor, Journalist und Blogger auf seiner Webseite spiegelfechter.com. Vielleicht können Sie uns danach ein bisschen erklären, was Sie eigentlich dort genau machen. Und mit uns auch dabei Hans-Jörg Hübner. Sie sind Generaldirektor der GfG, ein Unternehmen, das Messgeräte herstellt, in Deutschland, aber auch auf der ganzen Welt produziert und exportiert. Und ich möchte gleich mal mit Ihnen anfangen, Herr Hübner. Wie sehen Sie eigentlich diese Wahlen? Was verlangen Sie eigentlich von diesen beiden Herren? Was erwarten Sie von diesen beiden Herren? Also als Berufsgrüner, also professioneller Grüner, erwarte ich von Herrn Bütikofer, dass er nicht vergisst, dass die Basis allen dessen, was wir tun, die Wirtschaft ist. Und als Mitglied der CDU erwarte ich von Herrn Langen, dass er das auch nicht vergisst. Ansonsten sind meine Erwartungshaltungen nach Europa ausgesprochen niedrig. Das heißt, sind Sie eigentlich zufrieden, was die beiden Herren jeden Tag hier in Brüssel machen? Heißt es das? Das heißt, ich sehe nur die Auswirkungen von dem, was sie machen. Und da bin ich nicht immer ganz glücklich drüber. Aber ich bin bekennender Europäer und ich glaube, dass wenn wir nicht Europa hätten, müssten wir es spätestens heute erfinden, denn das ist eine ganz wunderbare Idee und sie wird ja auch zum Teil gelebt. Welche Frage hätten Sie eigentlich direkt an sei es Werner Lang oder Reinhard Bütikofer? Ich hätte gar keine Fragen an die Herren. Aha. Grundsätzlich haben Sie mir immer gesagt, während unseres Gespräches, was eigentlich in Europa passiert, ist Ihnen grundsätzlich, es interessiert Sie, aber es wird die Lage Ihres Unternehmens eigentlich nicht unbedingt ändern. Was passieren muss oder was bei Ihnen interessant ist, ist Amerika und der Rest der Welt. Stimmt das? Ich stelle ja Messgeräte her für den Arbeitsschutz und für den Umweltschutz. Und so gesehen bin ich natürlich daran interessiert, dass in Europa gemeinsame Normen und Bestimmungen und ähnliche Dinge eingehalten und entwickelt werden. Da bin ich selbst auch aktiv dabei. Also ich gehöre zum DKE, also einem Gremium, wo die deutschen Interessen zusammengefasst werden, um sie dann nach Europa zu tragen. Also so gesehen bin ich ganz hochgradig daran interessiert, dass die Grünen hier in Europa das, was wir einhalten in Deutschland, auch in anderen Ländern zur Norm oder zur Vorschrift machen. Ich glaube, wir sollten ganz dankbar sein, dass das, was wir hier machen in Deutschland, das hohe Bewusstsein an Umweltschutz und an Einhaltung von Schutz für Mensch und Leben, dass das sozusagen auch in Europa in die anderen Länder getragen wird. Ich habe mal eine Frage an Herrn Hübner. Was ist der Grund, warum Ihre Erwartungshaltung so niedrig ist? Was Sie jetzt schildern, sind alles europäische Vorschriften, Harmonisierung der letzten Jahre. Ich bin jetzt seit fast 20 Jahren Mitglied im Europäischen Parlament und da muss ich schon sagen, Ihr Anfangsurteil ist mir irgendwie nicht einsichtig. Also ich muss einfach sagen, ich glaube ja an Europa, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kenne Herrn Bütikofer, weil ich mit Edith Müller, die hier ein einwöchiges Praktikum in der GfG gemacht hat, auch in den Landtag begleitet habe. Also ich kenne einzelne Personen bei den Grünen. Ich kannte sie nicht, Herr Langen, das tut mir jetzt furchtbar leid. Und deswegen habe ich auch an die persönlich auch keine große Erwartung. Kein Problem, wenn Sie mich nicht kennen. Ja.
Herr Billighofer, kennen Sie überhaupt nicht? Also mit dem Namen Edith Müller führen Sie sich natürlich wunderbar bei mir ein. Ja. Das ist eine ehemalige Kollegin hier aus dem Europäischen Parlament, die hier als Haushaltspolitikerin, glaube ich, einen guten Namen hinterlassen hat. Teilweise, ja. Aber ich wollte Ihr Stichwort mit den Normen aufgreifen. Weil ich glaube, dass da gerade im Moment interessante Diskussionen laufen. Dass wir innerhalb Europas gemeinsame Industrienormen haben, muss ich Ihnen ja nicht erklären. Wir haben ja ein relativ gut entwickeltes europäisches Normungssystem, in dem die Deutschen, wie Sie selber sagen, auch sehr aktiv mitspielen. Wo wir auch darauf achten, dass Mittelstandsgesichtspunkte eine Rolle spielen, wo wir darauf achten, dass gesellschaftliche Interessenvertreter auch mit einbezogen werden in die Prozesse der Normenerarbeitung. Aber wir erleben jetzt gerade ein ganz interessantes Fingerhaken im Rahmen der Verhandlungen mit den USA über die sogenannte Handels- und Investitionspartnerschaftsabkommen, wo die USA gegenüber Europa und den europäischen Normungsinstitutionen und gegenüber der Kommission den Anspruch erheben, dass in Amerika etablierte Normen, an denen europäische Unternehmen nicht sich beteiligen konnten, einfach gleichgesetzt werden mit europäischen Normen, an denen amerikanische Unternehmen sich durchaus beteiligen konnten. Das ist die Realität. Das ist von denen, die sich in dem Thema auskennen, so als Kernproblem der Verhandlungen identifiziert worden, dass wir darauf achten müssen, dass es... Die Verhandlungen zu dem Thema haben noch nicht begonnen. Entschuldigung. Ihr macht eine Kampagne draus, die schadet dem bilateralen... Fallen Sie mir doch nicht ins Wort, Herr Langen. Ich versuche gerade ein Sachargument zu bringen. Ja. Dass wir darauf achten müssen, dass wenn die amerikanische Regierung zum Beispiel Normen auswählt, sie nicht einfach sozusagen willkürlich aus einem Bestand von Normen, die von verschiedenen Normenentwicklungsorganisationen entwickelt worden sind, welche auswählen kann, an denen sich unsere Unternehmen nicht beteiligen konnten. Das ist eine Forderung der Kommission gegenüber den Amerikanern, dass das, was wir denen einräumen, von denen für uns auch zugebilligt werden soll. Und da, glaube ich, gibt es ein erhebliches Interesse. Ich bin Teil der Normung und muss Ihnen da sagen, ganz sachlich, die Amerikaner sind bei IECX, das ist ja die gemeinsame Mutter sozusagen, die Obernorm, wo die amerikanischen und die europäischen Interessen zusammengeführt werden. Da sind die Amerikaner sehr wohl bereit, mit uns auf diesem Gebiet zumindest des Eckschutzes und der Normung von Gasmessgeräten und Gaswarngeräten zusammenzuarbeiten. Das Gleiche gilt für einheitliche Standards im Finanzmarkt mittlerweile. Der interessiert mich mal, da kann ich nicht beurteilen. Also die Grünen versuchen eine Kampagne und wir sind erst mitten in den Verhandlungen. Das Thema ist noch nicht aufgerufen, das steht an und so kann man natürlich ein Thema totreden. Ja, ich habe versucht, hier ganz sachlich was vorzutragen, was ich aus den Verhandlungstexten gesehen habe. Das ist nicht erfunden, das ist eine Sorge, die zum Beispiel bei den europäischen Normierungsorganisationen, wenn sie sich erkundigen wollen, tatsächlich existiert. Ich kenne das. Wir bleiben bei der Industrie. Entschuldigung, Herr Hübner, wir müssen jetzt gerade noch weitermachen. Wir bleiben bei der Industrie allerdings. Ich hatte noch einen dritten Gast, der derzeit noch nicht dabei ist. Es gibt ein technisches Problem anscheinend. Auf jeden Fall, das war Horst Mund von der IG Metall. Und seine Frage ging ein bisschen in die andere Richtung zum Thema Arbeitsmarkt. Und da sind Sie natürlich auch gefragt, Herr Hübner. Da ist die Frage eindeutig: Ordnung auf den Arbeitsmarkt, Löhne, Arbeitsbedingungen, Stammarbeitsplätze statt Leiharbeit. Und das ist ein Thema, was auf jeden Fall auf Ebene der verschiedenen IGs ein Problem ist. Und da sind Sie eigentlich auch gefragt, Herr Langen. Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja mittlerweile in der Gesetzgebung, deshalb habe ich mich etwas gewundert, dass Herr Hübner so niedrige Erwartungen hat, im Umweltbereich, im Wirtschafts- und Währungsbereich. Mehr als 2/3 aller Gesetze, die in Deutschland in Kraft treten, sind im Europäischen Parlament als Mitentscheider entstanden. Und wir diskutieren jetzt darüber, wie zum Beispiel die Wirtschafts- und Währungsunion weiterentwickelt werden kann, ob wir
zusätzlich eine Sozialunion brauchen, ob wir eine Wirtschaftsregierung brauchen. Da gibt es unterschiedliche Konzepte. Aber nach wie vor ist natürlich die Lohnfindung nationale Aufgabe, das soziale Netz auch. Und es bedarf einer Vertragsänderung, wenn Europa dort mehr als die bisherigen Kompetenzen etwa im Arbeitsschutz erhalten soll. Es sind 8 Millionen Menschen, arbeiten mit Niedriglohn. Ja, und in Deutschland hinken wir da bei der Entwicklung von bestimmten Standards hinterm europäischen Normalmaß hinterher. 22, glaube ich, insgesamt von 28 EU-Mitgliedsländern haben längst einen Mindestlohn. Und wir kämpfen noch drum in Deutschland, dass wir den bekommen. Ich glaube, zwischen 91 Cent und 12,95. Ich glaube, dass wir in der Frage sozialer Standards nicht warten können, bis wir da zu einer Vollharmonisierung kommen. Ich glaube, das wäre eine sehr weit in die Zukunft gerichtete Erwartung, sondern dass wir sowas hinkriegen müssen wie bestimmte Korridore der sozialen Vergleichbarkeit, um auf die Art und Weise auch als Deutsche unseren Beitrag zur europäischen Solidarität zu leisten. Und es gibt ein paar Stellen, an denen sehr konkret soziale Realität verbessert werden muss. Das ist etwa für die Menschen, die in verschiedenen europäischen Ländern in ihrem Berufsleben arbeiten, Rentenansprüche erwerben etc. etc. Und deswegen natürlich die Notwendigkeit sehr hautnah erleben, dass die verschiedenen Systeme miteinander so kompatibel gemacht werden, dass nicht der Arbeitnehmer am Schluss der Dumme ist. Da sind wir ja dran. Im Rahmen der Binnenmarktgesetzgebung geschieht ja schon viel. Das hat mit dem Arbeitsschutz angefangen, geht jetzt in vielfältige Bereiche hinein. Aber es ist nicht die Frage, ob die Sozialpolitik in nationaler Hand bleibt. Dafür gibt es keine Handhabe auf europäischer Ebene. Denn Europa hat nur für die Dinge eine Kompetenz, die die nationalen Regierungen und die nationalen Parlamente auf die europäische Ebene abgegeben haben. Deshalb braucht man eine Vertragsänderung, wenn man das wirklich intensiv betreibt. Das trifft zu, wobei ich allerdings manchmal mich frage, ob auch die Gewerkschaften, die damals als Jacques Delors noch Kommissionspräsident war und darüber geredet hat, ob man nicht zusammen mit der Wirtschaftsunion auch eine Sozialunion gründen sollte, die damals gesagt haben, wissen wir nicht, wollen wir nicht, ob die nicht inzwischen sich nochmal umbesinnen würden, weil man tatsächlich erlebt, dass die Gefahr, dass soziale Standards unter die Räder kommen, in Europa im Moment keine hypothetische ist. Wenn man guckt in die südlichen Länder, die jetzt von der Troika zum Teil mitverwaltet werden, was dort an Sozialstandards zum Teil eingerissen wird, das entspricht den Verheißungen, mit denen wir mal für Europa geworben haben, allesamt überhaupt nicht. Und ich finde, da muss Deutschland auch dazu beitragen, dass eine Umkehr stattfindet. Deutschland muss beitragen, also es gibt... Die Troika ist ein Sonderthema, über die Troika können wir jetzt nicht ausführlich diskutieren in ein paar Minuten. Aber dieses Problem, das ich am Anfang angesprochen hatte, wie werden wir über Deutschland einfach vom Ausland aus gesehen, das basiert natürlich auf jene Facebook-Fragen, die ich vorher bekommen habe. Und da ist eine von Lutz Bolle und dann gehen wir gleich rüber zu Jörg Wellbrock. Wen müssen wir noch finanzieren können? Wir können uns das eigentlich nicht leisten, den Bettlern Europas, die nach Deutschland kommen, das Geld hinterher zu schmeißen. Dafür gehen wir arbeiten, Fragezeichen. Das ist Lutz Bolle. Ist das eigentlich tatsächlich so? Und jetzt möchte ich direkt zu Herrn Wellbrock. Das müssen wir aber nicht so stehen lassen. Ohne Verantwortung in der Regel, ohne Namensnennung. Also das stimmt ja alles nicht. Stimmt nicht. Wenn Sie sowas einfach als repräsentative Stimmung präsentieren, dann machen Sie Stimmung. Ja, aber einer von Tausenden oder Millionen hat das. Das ist keine Debatte, das sind Fragen, die bei uns reinkommen. Wir haben angegeben, wir machen eine Debatte mit Ihnen und das sind die Fragen, die reinkommen und das ist nicht die einzige. Ich habe es jetzt wirklich nur so mit reingenommen. Ja, aber die Frage ist ja Käse. Herr Wellbrock, dazu. Dazu lasse ich dann gleich Herrn Bütikofer und Herrn Langen antworten, die sind da ja ganz scharf drauf. Ist vielleicht auch ein bisschen ungünstig gewesen, diese Frage vorzulesen und dann an mich abgeben zu wollen. Das ist ja klar, dass es da dann Widerspruch gibt.
Ich versuche trotzdem nochmal auf das Thema zurückzukommen, an das ich mich zu erinnern meine, nämlich dass es ja die Fragestellung gab, wie Europa wieder aus der Krise rauskommt. Und das habe ich bisher noch nicht so wahrgenommen, dass da was gekommen ist. Im Übrigen habe ich auch keine gestellt. Kommt noch. Aber das ist ja die grundsätzliche Frage, die die Sendung betrifft. Mhm. Ich habe jetzt auch gerade kein Bild, aber das macht wahrscheinlich nichts. Ich würde ganz gerne den Herrn Langen fragen. Herr Langen, ich kannte Sie vorher in der Tat auch nicht, habe aber dann mal so ein bisschen rumgeguckt und bin auf YouTube zum Beispiel über Sie gestolpert. Da haben Sie eine kleine Weihnachtsansprache gehalten. Ich glaube, zum Jahreswechsel 2013, 2014 war es. Und da sagten Sie, Zitat, unsere Rolle, Sie wollen unsere Rolle in der Welt stabilisieren, Wohlstand, soziale Sicherheit und Frieden sichern. Jetzt frage ich mich, wie Sie das gemeint haben, denn Wohlstand, zumindest wenn man in die südlichen Länder gibt es da ja, muss man sagen, immer weniger. Die Lage spitzt sich ja immer weiter zu in Ländern, wie wir wissen, wie Griechenland, Spanien, Portugal. Und ich denke, das hängt zum Beispiel auch mit einer unterschiedlichen Lohnentwicklung zusammen, die wir in den letzten 10 Jahren haben. Deutschland ist da ja weit unter der Entwicklung der südlichen Länder und ist ja für seine Exportstärke, die immer so angepriesen wird, auch schon gemaßregelt worden. Und ich frage Sie jetzt einfach mal, Herr Langen, ja, dazu können Sie ja gleich was sagen. Das ist ja nun erstmal eine Feststellung von Fakten. Herr Lange, ich frage Sie, wie Sie denn Wohlstand für alle, sprich für ganz Europa, sich vorstellen können. Ja, das sind eine Reihe von Fragen, auf die ich gerne antworte. Also erstens ist die Europäische Union, der europäische Binnenmarkt, die gemeinsame europäische Währung ein absolutes Erfolgsprojekt. Da gibt es keinen Zweifel. Der Euro ist nach innen und außen stabil, niedrige Inflationsrate, hoher Außenwert, manchem Unternehmer zu hoch schon. Das ist das eine. Das zweite ist, im Rahmen der Finanzmarktkrise sind zuerst die Banken gerettet worden mit gewaltigem Aufwand, weil man sie hat jahrzehntelang laufen lassen, besonders ein Jahrzehnt. Und anschließend ist die Verschuldung der Staaten ins Visier gekommen. Und da haben einige südeuropäische Staaten im Rahmen der Euro-Einführung nicht das gemacht, was sie zugesagt haben, nämlich Schulden abgebaut, sondern sie haben sich munter drauf losverschuldet. In Griechenland zum Beispiel ist der Anteil der im öffentlichen Dienst Beschäftigten seit der Einführung des Euros von 20% auf 25% gestiegen. Und Griechenland, da hat die wirtschaftliche und politische Elite völlig versagt. Das ist ein Sonderfall. Die brauchen mindestens 10 Jahre. In den anderen Ländern, in Spanien, Portugal, Irland, die unter dem Rettungsschirm waren, hat sich die Lage deutlich verbessert. Wir haben wieder Wachstumsraten, steigende Exportraten. Und wenn Sie die internationale Verflechtung der deutschen Industrie sehen, dann können Sie sagen, die Exportüberschüsse, führen zu steigenden Importen. Dass einige südeuropäische Länder nicht wettbewerbsfähig waren, das ist in erster Linie ihr Problem gewesen und nicht aufgrund des Euros, sondern aufgrund von politischen Fehlentscheidungen der Vergangenheit. Und ich bin optimistisch, dass wir nicht nur den Frieden in Freiheit sichern können, sondern dass das europäische Modell den Wohlstand verbessert, deutlich. Und das, was ich da in einem kurzen Statement zum Jahreswechsel gesagt habe, da gibt es nichts zu ändern dran. War die Frage nur an Herrn Langen gerichtet oder auch an Herrn Bütikofer? Die kann im Grunde genommen an die ganze Runde gehen. Das glaube ich. Also an einer Stelle würde ich Herrn Langen auf jeden Fall widersprechen, wenn er sagt, das ist denen ihr Problem. Ich glaube, faktisch ist es unser gemeinsames Problem, weil wir als Deutsche auch, selbst wenn es uns im Moment wesentlich weniger erwischt mit der Krise als alle anderen, trotzdem vernünftigerweise nicht erwarten können, dass wir als Insel des Wohlstandes überleben, wenn das restliche Europa nicht auf die Füße kommt. Ansonsten will ich aber viel weniger sozusagen in die Vergangenheit blicken, sondern nach vorne und auf die Frage, wie kommen wir denn aus der Krise raus, erstmal festhalten, wir sind noch nicht draußen. Wenn ich mir angucke, den Verschuldungsgrad von Griechenland oder Italien oder Spanien, dann sind trotz drastischer Sparmaßnahmen eben diese Länder bis jetzt leider nicht in der Lage gewesen, unter diesem Schuldenberg wieder vorzukommen. Das hat was damit zu tun, dass die von der Europäischen Rat und auch unter Einfluss Deutschlands betriebene Politik der einseitigen Austerität leider dazu beigetragen hat, dass
die wirtschaftliche Basis schrumpft. In Griechenland ist über die letzten Jahre der Anteil der Industrie um 35% zurückgegangen. Das ist schwer sich vorzustellen, wie dieses Herr dann ökonomisch das wieder auf die Füße kommen kann, wenn wir nicht dazu beitragen, dass dort mit Investitionen und auch mit Investitionen in Infrastruktur und mit Finanzierung für kleine und mittlere Unternehmen wieder eine neue tragende Entwicklung geschaffen wird. Man kann sich aus so einer Krise nicht rausschrumpfen. Aber wo soll denn die Investition herkommen? Entscheidende Frage. Wer soll denn genau? Ob wir auf Sparen setzen oder ob wir auf Investitionen setzen. Herr Hübner, Sie wollten intervenieren. Also ich wollte mal einfach sagen, wir in Deutschland können doch nicht leisten, dass die Griechen sozusagen ihre Steuern nicht bezahlen und damit sozusagen sich weiter verschulden. Also wir sind in vielen Ländern, also wir als Firma sind in vielen Ländern, von denen Sie reden, aktiv. Und da muss ich einfach sagen, wir müssen verzeichnen, dass die Lohnstückkosten, also der Lohn in Italien in den letzten Jahren weiter wächst. Das macht die Produkte aus Italien weniger wettbewerbsfähig. Und da können die Deutschen nichts leisten. Wir haben 1933 einen Wechselkurs gehabt von 2 Lire waren eine Reichsmark und eine Reichsmark war ein D-Mark. Das heißt mit anderen Worten, wir wissen, dass bei der Einführung des Euros wir 1000 Lire brauchten, um an eine D-Mark umzutauschen. Wissen Sie, das Problem für Italien bedeutet nicht nur, dass die Leute nicht so produktiv sind, sondern dass der Staat nicht mehr durch Abwertungen, weil er im Euroraum ist, wieder für die Wettbewerbsfähigkeit italienischer Produkte arbeiten kann. Und das gilt natürlich für Griechenland in gleichem Maße wie auch für die anderen Länder. Griechenland ist ein Sonderfall. Griechenland, der Sonderfall ist doch nur der, wenn ich keine Steuern zahle, weil ich reich bin, weil ich mich sozusagen nicht daran beteiligen will, dann habe ich ein Problem. Nein, Griechenland ist deshalb ein Sonderfall, weil die griechischen Produzenten sich zu Händlern umgewandelt haben. Die haben nicht mehr selbst produziert, sondern sie haben nur noch gehandelt. Und das ist keine dauerhafte Basis. Das Gleiche ist in Großbritannien mit dem Verlust der industriellen Basis. Sie sind auf den Finanzmarkt umgestiegen und leiden jetzt unter dem Problem. Gebe Ihnen total recht. Aber wir können doch nicht dadurch das Problem lösen, indem wir unsere industrielle Basis in Deutschland auch beseitigen. Da gebe ich Ihnen 100% recht. Aber wer will denn das? Frau Lagarde wollte, dass wir weniger wettbewerbsfähig werden, indem wir in unseren Konsum steigern, die Löhne erhöhen. Damit werden wir doch nicht besser. Jetzt aber nicht jedes Vorurteil in ein Statement zusammenpacken. Ich habe so wenig Zeit. Sie haben ja die ganze Zeit geredet. Also wissen Sie, das besondere Problem bei Ihnen ist, dass Sie ja sozusagen Wahlkampf betreiben wollen. Ich mache ja keinen Wahlkampf. Aber was denken Sie denn, warum wir hier sitzen? Natürlich machen wir Wahlkampf. Es ist in der Tat Wahlkampf. Und am 22. wird gewählt. Ganz schnell und dann wenn gehen wir zurück zu Herrn Wellbock. Wenn es der deutschen Industrie gut geht, ist aufgrund der europäischen Verflechtung der deutschen Industrie ein Anstieg der Importe festzustellen. Fragen Sie die Automobilindustrie, die Chemieindustrie, viele andere Bereiche. Auch die südlichen Länder profitieren davon, wenn sie dazu in der Lage sind. Und die Gründe für die Krise sind völlig unterschiedlich in Spanien, in Portugal, in Irland und in Griechenland. Und die Griechen haben auf der vollen Ebene versagt. Und wenn es der deutschen Industrie gut geht, dann liegt es auch daran, dass die deutsche Industrie durch die deutsche Politik zu Innovationen immer wieder angereizt worden ist. Das erzählen Sie sich doch selber nicht. Das glauben Sie doch gar nicht. Die deutsche Industrie ist nicht angeregt worden. Ich finde das Allerbeste, wir würden eine solche Innovationspolitik gemeinsam vorantreiben. Okay, wir müssen weiter. Gebe ich Ihnen recht. Herr Wellbrock, bitte. Ich find's wirklich immer klasse, wenn gesagt wird, die Griechen haben versagt und die Griechen haben sich verschuldet und die Griechen sind hier doof und da doof. Das wurde anders formuliert. Letztlich geht es doch darum, dass wir uns die letzten 10 Jahre überhaupt nicht darüber beklagt haben, dass die Griechen sich verschuldet haben, weil sie sich verschuldet haben, weil sie unsere Exporte eingefahren haben. Und jetzt können sie die Schulden nicht wieder zurückbezahlen. Jetzt haben wir ein Problem. Zahlen geliefert. Bei den jährlichen Überprüfungen haben sie jahrelang falsche Zahlen. Das ist ja richtig, da stimme ich Ihnen ja zu. Das ist ja richtig, aber das ändert ja nichts.
Das ändert ja nichts an der Verschuldung, die im Wesentlichen auch durch die massiven deutschen Exporte zustande gekommen sind. Und dann kann man nicht sagen, wir haben damit nichts zu tun. Also, einen Moment bitte. Das ist doch lachhaft. Ihr Herrschaften, ich komme also doch zurück, auch wenn Sie das als Stimmungsmacher sehen. Herr Bündig, machen Sie mal Stimmung. Die Frage von Herrn Bolle ist, wenn wir das hier hören, eigentlich nicht berechtigt, aber sie steht auf jeden Fall hier an. Und die Deutschen stellen sich in der Tat diese Fragen. Das ist ja nicht die einzige, die ich so gekriegt habe. Es sind Hunderte, die so reingekommen sind. Ich bestreite ja gar nicht, dass es in Deutschland auch antieuropäischen Populismus gibt und dass dessen Weizen im Moment ein bisschen blüht. Facebook blüht. Ja. Dass dessen Weizen ein bisschen blüht. Aber man muss dann doch nochmal bei den Tatsachen bleiben. Und eine sehr nah, sehr leicht verständliche Tatsache auch für jemand, der sich dem mal auseinandersetzen will, ist doch, dass die deutsche Wirtschaft ohne diese Integration des europäischen Raumes so erfolgreich nicht sein könnte, wie sie derzeit ist. Vorhin ist von Hübner gesagt worden, dass in der Vergangenheit, als es die gemeinsame Währungszone noch nicht gab, dann im Zweifel andere Länder abgewertet haben. Stellen Sie sich mal für einen Moment vor, was in dieser Wirtschaftskrise, die wir jetzt gerade hinter uns zu bringen versuchen, passiert wäre, wenn es dieses Mittel gegeben hätte. Dann hätten eben die Griechen, die Spanier, die Italiener und so weiter abgewertet und das hätte zu einer dramatischen Verteuerung der Preise der deutschen Industrieprodukte geführt. Und wie man das in Arbeitslosenzahlen hätte bemessen müssen, kann sich hier von uns wahrscheinlich keiner ausmalen. Das muss man doch mal zur Kenntnis nehmen, selbst wenn man gar nicht von Solidarität reden will, gar nicht von Verantwortung für die anderen reden will, sondern einfach nur nüchtern den Eigennutz vernünftig bewertet, kommt man zum Ergebnis, dass Deutschland zu allerletzt Grund hat, sich als Opfer dieser europäischen Bewegung zu beschreiben. Und deswegen finde ich alles das, was da kommt mit, wir werden ausgenutzt, wir müssen für die anderen zahlen, das einfach nur demagogische Verdrehung der Realitäten. In der Realität profitiert kein Land so stark von Europa wie Deutschland. Deutschland hat sich selbst ausgenutzt. Wir haben ja kaum Lohnsteigerungen gehabt. Lassen wir kurz hinlangen. Das ist einer der Gründe natürlich, dass die Wettbewerbsfähigkeit gestiegen ist, während sie in Südeuropa sind nur die Löhne gestiegen, aber nicht die Wettbewerbsfähigkeit. Ja, weil die Preise gestiegen sind. Ja, aber der Hübner hat ja eben 1939 genannt, 2 Lire, 1 Reichsmark. So weit muss man ja gar nicht gehen. Die Italiener haben ja bis zur Einführung des Euros über die Scala Mobile die Einnahmeausfälle ausgeglichen, indem der Staat die Inflation angeheizt hat. Und damit die Arbeitnehmer mitmachen, sind alle 3 Monate automatisch die Löhne angepasst worden, bis die Wirtschaft nicht mehr wettbewerbsfähig war. Okay. Warum ist das geschehen? Weil man keine Steuermoral hatte, weil 25% der Wirtschaft schwarz war. Und da hat der Staat gesagt, wenn die Bürger es uns den freiwillig geben, holen wir es indirekt über die Inflation aus der Tasche. Das war doch die Realität. Hat der Euro beendet. Herr Lang, an einer Stelle, finde ich, müssen wir alle gemeinsam aufpassen. Wenn wir in solchen Diskussionen die ganze Zeit mit dem ausgestreckten Zeigefinger, egal ob auf die Griechen, die Italiener oder sonstige Nachbarn verweisen, die irgendwas alles ständig falsch machen und so tun, als würden wir nur... Ihr Wort von der Autorität, das stimmt doch alles nicht. Das, was die Troika durchgeführt hat, ist beschlossen worden mit den Regierungen. Es geht um ihren Begriff der Autorität. Das einzige Land, in dem das nicht stimmt, was ich da gesagt habe, ist Deutschland, wo es keiner glauben will. Aber gehen Sie nach England, gehen Sie nach Amerika, überall hören Sie dasselbe Kritik. Von sozialdemokratischen Amerikanern. Also die eindeutige Kritik ist, Austeritätspolitik ist nicht erfolgreich. Das ist auf jeden Fall das, was die... Austeritätspolitik ist ja doch gar nicht passiert. Ja. Ach was? Ja. Herr Wellroth. Das ist ja interessant. Austeritätspolitik ist nicht passiert, das müssen Sie mir erklären. Nein, es sind Auflagen... Findet nicht statt, gibt es nicht, ist überhaupt nicht existent. Solidarität gegen Auflagen. Das ist schön. Und die Auflagen sind mit den Regierungen abgesprochen, die sind vom ECOFIN. Der Auftrag ist, weil wir sonst kein Instrument auf europäischer Ebene haben. Das ist der Minister. Ja, aber die Regierungen sind unter Druck gesetzt. Also das heißt doch jetzt, die Leute verspotten, wenn man es... Ja, aber also wirklich... Ach, Herr Bütikofer, werden Sie mal sachlich. Ja. Es gibt keine Austerität. Können Sie das nochmal wiederholen? Das haben wir nicht gehört, Herr Hübner. Nein, es gibt gravierende Auswirkungen der Sparmaßnahmen. Also Herr Hübner, ganz kurz noch antworten, weil die Zeit drängt. Ich habe gesagt, Herr Bütikofer sollte doch mal sachlich bleiben. Wer? Noch sachlicher. Noch?
Nur weil sie gut aussehen, müssen sie ja nicht immer recht haben. Probleme lösen. Wenn er sich verschuldet, kann er doch gar nicht mehr. Ich rede doch gar nicht davon, dass der Staat die Probleme lösen soll. Lassen Sie uns doch mal nicht ständig immer nach hinten gucken und mit dem Finger auf andere zeigen, sondern zum Beispiel konkret Folgendes angucken. Wenn ein Mittelständler, egal ob in Italien oder Spanien oder Griechenland, investieren will, weil er eine gute industrielle Idee hat, weil er ein Produkt hat, das sogar einen Markt hätte, zahlt er im Moment für einen Kredit, wenn er ihn überhaupt kriegt, und dort gibt es manchmal wirklich Schwierigkeiten, Kreditanfragen überhaupt von Banken positiv beantwortet zu bekommen, zahlt er deutlich mehr als ein deutscher vergleichbarer Mittelständler zahlen müsste. Das ist doch ein reales Problem, wenn die Wirtschaft in die Krise kommen wollen. Also müssen wir Das stimmt nicht. Herr Hübner, alles live? Ja. Das stimmt nicht. Also ich muss Ihnen sagen, ich investiere in England, ich investiere in der Schweiz, ich investiere in Frankreich. Ihre Aussage ist schlichtweg falsch. Da sind Sie realitätsfremd. Dann ist die ganze Kommission schiefgewickelt, die das in offiziellen Papieren festgehalten hat. Deswegen ist ja meine Erwartungshaltung so niedrig. Sie wären Unternehmer, haben Sie plötzlich die Weisheit als Einziger mit Löffeln gefressen. Bitte mal um etwas Bescheidenheit. Es gibt, glaube ich, also wissen Sie, der Arbeitsminister, die da anders denken, Herr Hübner, glaube ich, auf jeden Fall gelesen zu haben. Leider haben wir 30 Minuten zur Verfügung gehabt. Diese 30 Minuten sind rum. Unsere Debatte hier in diesem Studio können Sie auf der Webseite von Europarl TV nachschauen. Die wird dann auch in 23 Sprachen übersetzt sein. Das war es für heute. Vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an, ja, das können wir dann weiterführen. Auf jeden Fall. Das liegt auf jeden Fall an Sie. Es gibt noch vieles zu tun. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Das war.